Ihr kennt doch bestimmt alle den Kampf zwischen Obi-Wan Kenobi und General Grievous. Ihr wisst wahrscheinlich auch, dass Kenobi den Kampf für sich entscheiden konnte und dann mit dem Starfighter des Druidengenerals Utapau verließ. Aber was geschah mit Grievous Überresten? Nach dem Ausruf des Galaktischen Imperiums wurde der tote Druidenkörper dann von Klonkriegern gefunden und zu einem geheimen Lagerhaus von Palpatine auf Utapau gebracht. Dort sammelten seine Überreste Staub bis einige Zeit nach der Schlacht um Yavin. Der Kybernetiker Nikolai Kinnisworthy wurde vom Imperium angeheuert, um eine neue Killer-Druidenart zu entwickeln. Er begann auf Kashyyyk mit seinen Forschungen und stellte später den Wissenschaftler Trine Lorne ein, um einen schnelleren Fortschritt des Projekts zu sichern. Nachdem Lorne den Attentäter-Druiden IG-72 anheuerte, ein paar veraltete IG-100 Magna-Wächter zu beschaffen, welche als Bodyguards dienen sollten, führte die dunkle Prophetin Merrily die beiden Wissenschaftler zu Palpatines geheimen Lagerhaus auf Utapau und zeigte ihnen Grievous' mechanischen Körper. Nachdem Kinnisworthy ein neuartiges, hochwertiges Druidengehirn in den alten Körper des Druidengenerals eingepflanzt hatte, nannte Kinnisworthy das fertige Projekt NK Necrosis und benannte die alten Magna Guards in NK3 um. Die Magna Wächter unterrichteten Necrosis im Kampf, wobei der Druide eine Doppelklinge führte, welches denselben Kristall enthielt, welchen Darth Senna von Darth Bane bekam. Irgendwann zur Zeit der Schlacht um Yavin stahl Lorne Necrosis und die N3-Druiden, um sie für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Eineinhalb Jahre nach der Schlacht um Yavin plünderten Piraten Lornes Einrichtung, zerstörten NK Necrosis und verkauften seine Überreste sowie andere Privatgegenstände von Lorne auf dem Schwarzmarkt. Die Maske wurde an einen unbekannten, hochrangigen imperialen General verkauft. Gerüchte sagen, dass es sich hier um Großadmiral Thrawn handelte, welcher allgemein seltene Artefakte sammelte. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.